Moms Café ist fertig. Guck mal, wie ich springe. Woohoo! Ah! Wahnsinn, fantastisch. Ich fühle den Schaum. Ha? Nein! Wow, dieser Kuchen wird allen gefallen. Oh, sehr guter Kuchen, Mom. Raus mit dir, du hast meinen schönen Kuchen ruiniert. Du hast eine Stunde Zeit, um einen neuen Kuchen zu backen. Wir müssen uns beeilen. Der Kuchen ist fertig. Diese Korallen sind für die Kuchenglasur. Gut. Wow. Lass uns den Saft sammeln. Lecker. Gib ihn auf den Kuchen, bitte. Yes, ma'am. Wunderschön. Und jetzt lila. Aha. Oh, rosa, lila und blau. Wow. Schau mal die ganzen Farbmischungen an. Na los. Mega toll. Okay, hier kommt die Zuckergusslawine. Wunderschön und perfekt. Sie tropft wie Nektar vom Himmel. Aufregend. Wow, und sieht auch noch lecker aus. Hey, stopp. Freche Zunge. Warte eine Sekunde. Ist das meine Zunge? Das ist ein saurer Streifen. Cool, oder? Wirklich? Oh, auf geht's. Oh ja, süße Streifenkorallen. Oh, ich sabere schon. Oh, wow. Der Kuchen sieht so cool aus. Aber irgendwas fehlt hier noch. Was meinst du, Barb? Bin gleich wieder da. Oh, mein Schatz. Meeresbonbons. Oh, ich weiß, eine leckere Idee. Zurücktreten, Barb. Es ist super heiß, heiß, heiß. Wow, die Meeresbonbons schmelzen ja. Erledigt. Aha. Nun brauchen wir ein Blasrohr dafür. Naja, vielleicht auch nur ein Strohhalm. Pass auf. Oh, meine glitzernden Geleebrötchen. Komm, ich helfe dir. Umwerfen, gut gemacht. Ich bin so stolz auf uns. Auf den Kuchen und alles herum. Wer ist das? Hey. Nom, nom, nom. Was? Oh, Mann. Was machst du denn da? Tut mir leid, Mädels. Bitte kümmert euch um meine Kleinen. Oh, Kleine, die sind so hübsch. Perfekt für die Kuchendekoration. Schlaft gut, ihr Kleinen. Yay! Mami wird sich freuen. Nur noch 30 Minuten. Tch, mein Kuchen ist schon fertig. Zeit zum Entspannen. Das ist mein Haar. Oh, Barbie, was machst du denn da? Kommt dir der Kegel nicht bekannt vor? Ding, ding. Eine weitere wunderbare Inspiration. Mit bunten Streuseln ist es noch viel besser. Barb, du bist ein Genie. Nur nicht die Flosse vergessen. Schöne Farben. Unser Kuchen wird ozeanotastisch werden. Oben drauf, langsam. Ja, super. Und eine letzte Sache. Entschuldigung. Wie unhöflich. Na, komm her, hübsches Püppchen. Oh, Nutella. Wir haben eine neue Diva in der Stadt. Hallo alle zusammen. Wow, alle meine Lieblingsmeerestiere auf einem Kuchen. Danke. Wow, wir sind ein tolles Team. High five, Barbie. Barbie? Ich komme mit voller Wucht auf dich zu. Ich muss an der Kuchenspitze stehen. Mach dich bereit für deinen Kuchen, du. Knacker, komm durch! Oh, mein schöner Kuchen ist ruiniert! Nein! Noch 15 Minuten! Schnell weg! Keine Zeit für Tränen! Ich muss einen neuen Kuchen backen! Ich werde jetzt den Kuchen klauen! Mit dem richtigen Gerät kann man alles machen! Woohoo, wir machen Cupcakes! Und nun in den Becher geben! Drück die Pumpe und voilà! Muschelbedruckter Cupcake! Nun brauchen wir nur noch das Sahnehäubchen obendrauf. Wir werden natürlich das Unterwasserfarbschema beibehalten. Fast fertig. Ja. Dann noch ein bisschen süße Magie. Bibidi, babidi, boo. Die ideale Größe mit der richtigen Flauschigkeit. Als nächstes tauche in diese samtige rosa Schokolade ein. Wow, süße Träume werden aus Erdbeeren, Milch und S'more gemacht. Mach es noch schicker, niedlicher und unwiderstehlicher. Kannst du erraten, was es ist?
Na gut, dann enthüllen wir mal alles. Tada! Ziemlich niedlich, oder? Was zum... Oh mein Gott! Riesenattacke! Ich brauche ein neues Kuchenrezept. Oh, das ist ungeheuerlich! Ich folge einfach meinem Herzen. Bam, bam, bam! Ich habe ein paar ernsthafte Backstempel. Gut gemacht. Oh, wie Muschel und Perlen sind Kekse und Milch ein perfektes Duo. Schön flach und fest hinlegen. Puh. Hä? Hallöchen, vielleicht können diese Jungs dir bei der Kuchendekoration helfen. Gib das her. Ah, Entschuldigung. Beeilt euch, Leute. Wir haben nicht viel Zeit. Bereit zum Servieren, Ma'am. Natürlich brauchen wir ein paar Edelsteine aus dem Meer. Mein kostbarer Schatz. Algen liebe ich auch. Und als Krönung des Ganzen eine zuckersüße Perlenkette. Wow, es regnet Gummibärchen. Es ist Zeit, etwas Gummigeschmack hinzuzufügen. Schön geschmolzen, ja. Meine Damen und Herren, machen Sie sich bereit für den ultimativen Wasserfall aus Gelee. Juhu! Hier kommt die Enthüllung. Wow! Perfektes Ozeanblau. Was meint ihr, Leute? Jo! Es ist wie in einem gefrorenen Aquarium. Oh, ich muss meine alte Küche wieder zum Laufen bringen. Also gut, alter Freund, wir haben noch etwas zu backen. Und etwas aus Omas Tresor. Niemand kann die Macht von etwas magischem Staub übertreffen. Gut umrühren, bis alles vermischt und klebrig ist. Legen wir eine sandige Cracker-Basis. Aha, dann kommt der seidenweiche Strudel der Glückseligkeit. Oh, ist das traumhaft. Und das geheime Gelee-Rezept von Oma. Ein Hauch von Seesternen und... Es ist soweit. Oh mein Gott, das ist so wunderschön. Es wackelt und wackelt wie ein Wackelpudding. Und wir sind noch nicht fertig. Topics sind wichtig, Leute. Ein rosa Belag ist nie verkehrt, oder? Glaubt mir, es ist von Oma genehmigt. Oh, ist das so schön. Das wird Mom gefallen. Mein Geleekuchen ist eine absolute Bombe im ganzen Ozean. Danke, Leute. Ursulas Tentakel. Noch 10 Sekunden, Mädels. Sie ist hier. Die Zeit ist um. Probieren wir mal euren Kuchen, ja? Oh, oh, Jackpot, 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 Jackpot. Oh, so eine Spannung. Ich drück die Daumen. Oh, er schmeckt. Die Textur ist irgendwie komisch. Was ist das denn? Nur ein kleiner Unfall, Mom, weißt du. Ursula hat sich eingemischt. Okay, 10. Wirklich? 10? Ich kann's nicht glauben. Ich auch nicht. Neidisch. Ist das ein Kuchen? Was zum... Also, dann probieren wir es mal. Bitte beim mächtigen Triton, mach, dass sie meinen Kuchen mag. Wow, sowas habe ich noch nie gekostet. Ein Paradies der Ozeanaromen. Oh. Wow. Hey, magst du mich? Das ist... Wie lautet das Urteil, Mom? Na los. Dein Kuchen ist erstaunlich. Was? Yay, yeah, ich hab gewonnen! Und nun werde ich ihn zu Ende essen. Komm her. Oh, oh mein Gott, super duper lecker. Was? Gefällt's dir? Das ist furchtbar. Giftiges Essen. Probiert das nicht zu Hause, Kinder. Nein. Bis bald, meine Lieben. Vier Babys? Tanz, Mami! Hart drücken! Oh, das ist ein großer! Jetzt wird sauber gemacht. Ich komm nicht ran! Du wirst mir helfen, Herr Skelett! Keine Sorge, deine Hilfe wird sehr geschätzt.
Ich sorge dafür, dass du mit dem Toilettenpapier gut ausgerüstet bist. Ja, so wischen wir uns den Hintern ab. Ah, erledigt. Igitt, ekelhaft. Ah, gute Arbeit. Oha, hier gibt es eine große Welle. Igitt, woher kommt der Dreck? Also gut, ich muss es sauber machen. Hm? Komm schon, nein. Probiere diese. Verwandle sie einfach in den Fußschrubber. Also, an die Arbeit. Wir brauchen Poppet. Die Zellen absprengen. Das ist irgendwie beruhigend, obwohl... In die Höhle kommen. Erledigt. Klebe die Zellen auf die Sohle der Sandale. Bedecke die ganze Fläche mit den bunten Zellen. Wow. Oh, ekliger, dreckiger Fuß. So, Zeit dich zu säubern, stinkender Kerl. Wow, es fühlt sich so gut an. Reibe sie ab, bis sie perfekt gereinigt sind. Wow, erstaunlich. Ein richtiger Füßetraum. Oh, meine Beine sind so haarig. Oh, ich weiß. Nein. Zeit für die Beinrasur. Wir brauchen etwas Hilfe. Los geht's. Bereit für die ultimative Rasurmission. Oh ja, vergiss den Rasierschaum nicht. Okay, jetzt reicht's. Igitt, warum musste Mama mich mit so vielen Haaren beerben? Also gut. Nun brauche ich immer noch Hilfe, damit der Rasierer alle Stellen an meinem Körper erreicht. Was denkst du? Genial, oder? Mach meine Beine geschmeidig, Bro. Oh ja, das war's. Vorsichtig und langsam. Ich will nicht, dass sie stachelig werden. Oh wow, Mission erfüllt. Sie sehen glatt aus und fühlen sich auch glatt an. Oh, meine Kleinen, was ist denn hier los? Babys, bitte! Es juckt so sehr! Ich kann es nicht mehr ertragen! Ich muss etwas damit machen! Mami muss tun, was Mami tun muss! Puste all diese Bauchnoppen aus! Raus mit dir! Du bist ein starker Juckreiz im Bauch! Jetzt ist ein wenig Ruhe eingekehrt! Aua. Wir übernehmen jetzt die Kontrolle! Kontrolle aktiviert! Also gut, wir brauchen etwas Bauch-Make-up. Beginnen wir mit einer Foundation. Sanft klopfen. Babys lieben sanfte Streicheleien. Okay, als nächstes kommt das Augen-Make-up. Welche Farben sind am besten für unseren Babybauch geeignet? Gut, dann also eben blau. Papa sagt, Babys haben blaue Augen. Du weißt schon. Das macht mir wirklich Spaß, Schwesterherz. Weiter zu den Lippen. Bist du sicher, dass das Lippen sind? Du wächst sie auf. Hey, gut gemacht. Oh, schau dir diese blauen Augen an. Und diese knallroten Lippen. Was ist das? Oh, warte mal. Habt ihr das gemacht, Kleinen? Yeah! Füttere uns. Bitte sehr, kleine Mäuler. Wir sind hungrig. Lecker. Nimm es zurück, wenn ihr es sagt. Mehr für mich. Ich liebe Freitagabende. Oh, was ist das? So glänzend. Wow, schau dir das Ding an. Oh nein, lasst mich runter. Hilfe! Was? Dieser Ort ist riesig. Hallo? Meerjungfrau! Sie sind echt! Okay, tschüssi. Was ist mit meinen Flossen passiert? Ich hab Füße. Heiß. Strandsand ist so heiß. Viel besser. Oder vielleicht auch nicht. Ich kann nicht den ganzen Tag in Eiscreme stehen. Ich brauche nur ein paar Schuhe. Ah, die müssten reichen. Darf ich mir das ausleihen? Oh, danke. Schau, die perfekte Passform. Und einfach so habe ich Sandalen bekommen. Ziemlich niedlich, nicht wahr? Bereit für einen langen Strandspaziergang. Sie sind einfach wunderschön. Und ich darf all diese Dinge knallen. So befriedigend. Was war das? Es kommt auf mich zu. Laufen. Hey, ich brauch das. Hey, hey. Gib mir das Ding. Entschuldigung. Aber ich brauche sie mehr als ihr. Doch halt. Ich werde viele davon brauchen. Ah, sehr schön. Ich brauche Schutz. Schnell, es kommt zurück. Gerade noch rechtzeitig geschafft. Ziemlich gemütlich. Oh. Hey, du kannst mir jetzt nicht wehtun. Meine Festung wird mich retten. Ah, das war's? Bin ich am Leben? Oh.
Es ist nur ein dummer alter Drachen. Das gehört mir. Was auch immer, Loser. Zum Müllcontainer geht's. Was ist das? Eklig. Ich sehe etwas. Ich fühle mich inspiriert. Wenn ich will, kann ich meinen eigenen Drachen machen. Nur ein paar vorsichtige Faltungen hier und da. Gut, dass ich Klebeband habe. Es kommt wirklich alles zusammen. Jetzt kommt der sehr wichtige Teil. Perfekt. Es ist an der Zeit, ihn zu dekorieren. Und es muss einfach perfekt sein. Wow, seht euch das an. Gibt es hier irgendwo Taschentücher? Ah, das ist ein guter Witz. Ich nenne es den Klebstoff der Natur. So schön klebrig. Perfekt zum Halten. Ich weiß es nicht. Viele Schuppen vielleicht. Lass es regnen. Sind sie nicht fabelhaft? Halt dich fest. Ich denke, das sollte genügen. Schüttel es einfach ab, Baby. Aber es ist noch nicht ganz fertig. So. Zeit für eine Probefahrt mit diesem Welpen. Wow, schau, wie er fliegt. Wie ist das Wetter da oben? Der Wind frischt auf. Es ist, als ob ein Teil von mir im Himmel ist. Auf dem Land zu sein ist ziemlich cool. Uah, Schluss damit. Es löst sich auf. Warte, das war knapp. Sie gehen nirgendwo hin, Mister. Jetzt bist du in Sicherheit. Oh nein. Ah! Mein Oberteil. Ah! Das war so peinlich. Oh, sieh mal. Kohl, mein Lieblingsgemüse. Und mein neues Lieblingsoutfit. Es muss nur ein wenig zusammengebaut werden. Her mit dem Heißkleber. Ich brauche viel für das, was ich vorhabe. Sieh mal, wie süß das ist. Ich werde es sogar besonders festlich machen. Ich liebe mein Gemüse. Ich hoffe, es passt. Nun, das ist ein wichtiges Upgrade. Ich fühle mich fabelhaft. Und es ist umweltfreundlich. Der Planet ist schließlich mein Freund. Oh, das sieht so gut aus. Ich liebe es einfach. Hast du das gehört? Ich rette dich. Endlich hat mich jemand gesehen. Oh nein, wo sind deine Beine? Ich helfe dir. Bleib einfach dran, Mädchen. Ich werde eine Menge Muscheln brauchen. Ich habe meinen Schwanz verloren, aber dir schenke ich einen brandneuen. Dieser Kleber hält sie alle an Ort und Stelle. Ich kann es wirklich rausschmeißen. Mehr Jungfrauenhumor. Und ein bisschen Glitzer hat noch niemandem geschadet. Okay, eine Menge Glitzer. Juhu! Und wenn wir schon dabei sind, können wir auch gleich deine Haare aufpeppen. Du bist jetzt eine Meerjungfrau. Eine atemberaubende Dame des Meeres. Ist das nicht toll? Schau nur! Wow, du bist so schön. Und jetzt werden alle mit dir spielen. Was war das? Du brauchst einen sicheren Ort. Oh nein! Ist das alles, was es gibt? Ekelhaft. Das ist alles, womit wir arbeiten können. Hat es funktioniert? Immer dummer Sand. Wie? Damit kann ich arbeiten. Besser. Viel besser. Fast geschafft. Perfekt. Lecker! Genau das, was ich mir erhofft hatte. Einer erledigt. Viele weitere stehen noch aus. Oh, das war eine Menge zu kauen. Aber wir sind noch nicht fertig. Tada! Die Chips können jetzt wieder eingesetzt werden. Der perfekte Strandsnack. Willst du mir einen geben? Sei geduldig. Wir haben noch viel zu tun. So, jetzt hast du einen kleinen Freund. Sie werden unser Schloss für uns bewachen. Sind sie nicht großartig? Wow, jetzt bist du super sicher. Zwei kleine Meerjungfrauen und hässliche Dinos? Hey, nein! Ja, die müssen weg. Nimm das. Pfui, pfui, pfui. Oh nein, du bist gemein. Gib mir deine Meerjungfrauen, Barbie. Sie sehen köstlich aus. Ich zeig es dir, Krabbe. Ach ja? Du hast mich gehört. Die muss ich mitnehmen. Danke. Denkt diese Krabbe, dass sie den Strand kontrolliert? Ich werde ihm zeigen, wer der Boss ist. Nimm das, Krabbe. Versuch jetzt, zu meinen Wachen zu gelangen. Spoiler-Alarm. Das kannst du nicht. Hau ab. Die Barbie wird von einer großen Mauer geschützt. Wir sehen uns nie, Krabbe. Bye. Wow, es ist so schön, nicht wahr? Jetzt kann ich mich ausruhen. Was? Eklig. Oh nein. Was ist das alles? Es gibt einfach so viel davon. So eklig.
Oh, warte, es ist nur Schokolade. Wir sollten das Beste daraus machen. Das Dippen kann beginnen. Und ich habe jede Menge geschmolzene Schokolade. Schau dir all diese cremigen Köstlichkeiten an. Viel Spaß beim Dippen. Das ist wie eine Party am Stiel. Wie wär's mit ein paar Streuseln? Wahnsinn, sieht unglaublich aus. Und noch eine Sache. Deine kleinen Flossen. Und deine süßen Fischilippen. Jetzt bist du ein echter Meeresbewohner. Schön, jetzt schwimm zu meinem Mund rüber. Und es schmeckt überhaupt nicht fischig. So lecker. Nein, du gehst nirgendwo hin. Hier, Fischi, Fischi. Oh ja, das ist ja lecker. Ich bin satt. Zeit für ein Sonnenbad. Mein Hotdog! Nein! Oh Mann, das Ding hat mich 5 Mäuse gekostet. Schade, wer legt sich schon so an den Strand? Irgendwas riecht wirklich gut. Was ist das? Niemals! Ein kostenloser Hotdog? Habe ich nun Glück, oder? Das ist auch gut gemacht. Es gibt sogar ein Brötchen dazu. Ketchup, bitte. Aber ich mag es, mit meinem Essen zu spielen. Das bringt mich einfach zum Lächeln. Genau wie diese zufällige Wurst. Sie braucht einen süßen BH. Und einen Meerjungfrauenschwanz. Schwimme. Wow, sie sieht aus wie ich. Aber ich werde... Friss sie. Komm zu Mama. Oh ja, das ist der beste Hotdog aller Zeiten. So viel Ketchup. Oh, ich bin immer noch hungrig hier. Juhu, ich liebe Seifenblasen. Hey, hallo. Hallo. Wow, willst du tauschen? Hey, ich dachte, wir sind Schwestern. Lass mich gehen. Wow, juhu. Hier. Gut. Mama, nein. Warte, ich wollte Seifenblasen. Oh, ich bin gerettet. Mami, nein, ich will bleiben. Warte, mein Schuh. Du meinst meinen Schuh? Sieh dir diese hübsche Schuhspitze an. Ich habe eine Idee. Schau einfach zu und lerne. Geh da rein. Wow, lass uns ein paar Seifenblasen machen. Hoffentlich sind die groß. Okay, los geht's. Wow, dieses Ding ist größer als ich selbst. Es ist wie meine eigene Seifenblasenfestung. Noch eine. Schau dir dieses Wackeln an. Ist das nicht großartig? Viel besser als eine langweilige Flasche. Wow, das hier ist außer Kontrolle geraten. Schau's dir einfach an. Wow, es ist riesig. Oh nein, oh, meine Augen. Sie brennen wirklich. Ich kann nicht sehen. Ich brauche Erleichterung. Sofort. Was ist das? Ist mir völlig egal. Was für eine Erleichterung. Oh, viel besser. Noch eine schöne Flasche. Lass uns mit dem Basteln beginnen, ja? Wir brauchen nur dieses kleine Stück. Fertig. Jetzt müssen nur noch diese Teile angebracht werden. Das war's. In diese Augen kommt nichts mehr rein. Außerdem sehe ich damit super heiß aus. Wow, so eine coole Brille. Das glaube ich nicht. Entschuldigung. Der Strand ist geschlossen. Wirklich? Gut, bis morgen. Juhu. Ich sehe so hässlich aus. Oh je, ich hätte wohl ein anderes Buch lesen sollen. Na gut, sie braucht definitiv ein Taschentuch. Hier, Schatz, damit wirst du dich besser fühlen. Oh, yeah. Du hast recht. Ich bin traurig, aber ich bin glücklich. Ich verstehe nicht. Wow. Geschlechtsenthüllungsparty? Das ist der Hammer. Es gibt sogar einen süßen Regenbogen mit meinen Lieblingsblumen. Hast du das alles für mich gemacht, Schatz? Ja, Schatz, finden wir es raus. Lass mich dir helfen. Lass es krachen, Mädchen. Huch, was ist denn hier los? Hat mein Furz gerade ein Wirbelwind erzeugt? Wow, hier kommt der Kleine. Sicher gelandet, jetzt geht's zur Mission. Oh, endlich bist du da. Lasst uns an die Arbeit machen, Leute. Los geht's, größer, größer. Oh yeah, 4 Luftballons schweben in der Luft. Aber für die große Enthüllung
müssen wir die Ballons platzen lassen. Los geht's. Eins, es ist ein Junge. Zwei, es ist ein Mädchen. Wow, Schatz. Nein. Ah, okay. Dann mache ich es eben. Oh, wow. Oh, wow, Feuer. Und jetzt der letzte. Ein Junge oder ein Mädchen? Ja, es ist ein Junge. Oh, nein. Ein kleiner Snack, Ma'am. Wow, danke. Oh, Süßigkeiten. Hm, nur eins? Warum? Nun, es ist genug, denke ich. Oh, ich bin immer noch hungrig. Meine Kleinen sind es auch. Orangen. Ja. Wir werden etwas Leckeres kochen, Babys. Oh, diesen frischen Saft auspressen. Das ist eine Menge Saft aus einer Orange. Das ist der lustige Teil. Fügen wir die beiden wichtigsten Zutaten hinzu. Zucker und Gelatine. Rein mit dir. Boom. Wow, sieh dir diese hübsche orangefarbene Flüssigkeit an. Jetzt werden wir es in eine Form übertragen. In einen Glaskolben füllen und in eine Bärenform gießen. Dann die gesamte Mischung in die Form geben. Okay. Tschüss. Jetzt Feuer. Das ist es, wovon ich spreche. Riesiges Orangengummibärchen. Oh, jetzt ist es hart, aber weich genug. Es ist auch klapprig. Ich wette, es ist so kaubar. Ich bin so bereit dafür. So lecker. Mögt ihr es, Baby? Oh ja, ja. Hm, das sieht nach einer guten Idee aus. Nun, dann versuchen wir es mal. Fantastisch, die besten Toppings für mein Gummibärchen. Beginnen wir natürlich mit Schokolade. Nimm so viel, wie du willst. Leg es oben auf das Gummibärchen. Dann Schlagsahne dazugeben. Lecker! Oh, Gurke, leg es oben drauf. Hä? Nein! Oh ja, köstlich. Oh ja, nein, doch, nein, doch. Oh, oh mein Gott, das ist so lecker. Oh, Mami? Ach, oh, armes Baby. Hm, lass mich deinen Zustand prüfen. Gut, atme tief ein. Du bist schwanger. Oh, es ist eine Frühgeburt. Wir müssen einen Kaiserschnitt durchführen. Mach dir keine Sorgen. Es wird alles gut werden. Jetzt nehmen wir das Baby heraus. Oh, wow. Winzig kleines Baby. Deine Mama wird dich so sehr lieben. Mutti? Ich werde deine Mama zuerst nähen, bevor sie dich halten kann. Du wirst wieder gesund, Mama. Fertig. Mein Baby. Mutti, Mama. Noch ein Baby? Eine neue kleine Schwester? Ich weiß gar nicht, was ich mit dem hier anfangen soll. Entspann dich, Papa. Langweilig. Lass uns teleportieren. Oh, ich geht. Autsch. Oh, Schatz, ich fange dich auf. Oh, das war beeindruckend. Oh, meine Babys. Sie sind in Ordnung. Danke. Aha, sie werden mir helfen. Oh, hallo, Mama. Na, also, meine Babys. Jetzt werden wir kreativ. Schneide den Schwanz so ab. Viel Spaß beim Zeichnen des Gesichts. Oh. Ja. Und fertig. Ich klebe es an das Tischbein. Bereit zum Servieren, Ma'am. Baby, Mama, sicher. Gut gemacht. Was? Oh, es ist soweit, die Babys kommen raus. Ich glaube, meine Babys kommen. Hm, machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin der Chirurg. Ich bringe Ihre Babys sicher und gesund raus. Oh je, das ist mein erster Tag. Es wird schon gut gehen. Es wird großartig. Oh, wo ist es, wenn ich es brauche? Komm schon. Das wird funktionieren. Okay, mal das. Hallo, ihr Süßen. Nun, Ihnen scheint es gut zu gehen. Wir brauchen das nicht mehr. Sie haben es geschafft. Oh, hallo du, mein süßes Bärchen. Du siehst so niedlich aus. Oh, hi, Mom. Ich muss nur... Upsi, tut mir leid, Mami. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Das kannst du nicht machen. Du hast Mami ganz nass gemacht. Bringen wir es in Ordnung.
Wir machen eure Kleidung bunter und cooler. Färben wir dieses Tuch ein und schau, wie die Farbe durch den Stoff sickert. Erstaunlich! Nun ist es fertig. Meine Babys sind in ihrer eigenen Farbe gekleidet. So süß. Oh, wow. Oh, so schön. Ich bin cool. Ich bin cooler. Oh, was? Hey, was machst du da? Nein, halt! Mein Kopf! Wo ist der? Oh nein! Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast. Autsch. Oh nein, ich hab genug. Ich bin weg. Wir sehen uns nach meinem Urlaub. Tschüss. Nein, danke. Ich brauche diese Art von Problem nicht. Gibt es etwas Gutes im Fernsehen? Ach, mein Futter. Ich bin dabei. Sie wird das nicht kommen sehen. So klebrig. Das ist Getterfutter. Ups. Tja, wen kümmert's? Sie ist furchtbar still. Ich hau hier ab. Oh nein, Moms Lieblingsteppich. Ich kümmere mich darum. Hab ich dich. Diese fiesen Dinger fassen diesen Teppich nicht an. Siehst du? Oh, warte. Wow. Gepriesen sein Latex-Schuhüberzieher. Mir entgeht nichts. Hm? Autsch. Wow. Das tut weh. Ist das Kaugummi da oben? Hilf mir. Gut, ich helfe dir. Niemand mag Kaugummi in seinem Haar. Hey, nicht schlecht. Juhu. Hallo, mein Freund. Ich möchte mir eine Kleinigkeit ausleihen. Danke. Diese Quallen sind so bezaubernd. Glitzernde Tentakel sind der letzte Schrei. Geflochten, versteht sich. Aber wir sind noch nicht fertig. Jetzt wird's funkelnd. Das ist mein toller Glitzerstempel. Einfach die Haare einklemmen und drücken. Und danach hast du Juwelen. So viele. Perfekt. Aber etwas fehlt noch. Bingo. Machen wir es so. Halte die Augen geschlossen. Es gibt nichts Besseres als ein bisschen Ozeanblau. Fantastisch! Oh, wow! Die sehen ja wirklich aus wie kleine Fische. Ich liebe es. Die Jellies brachten ihre ekligen Freunde auf meine Kleidung. Zieh das an. Super! Daran muss man sich gewöhnen. Ich falle! Keine Sorge, ich hab dich. Wir müssen echte Flossen daraus machen. Sieh dir nur die vielen Glitzersteine an. Und jetzt? Willkommen im Club der Meerjungfrauen, Kleines. Ah, wohin gehst du? Warte, oh, ich muss schnell auf die Toilette. No ordinary. Bist du ins Meer gespielt worden, oder was? I'm from the deep blue under. Hey, ich zeig es dir. Vorsicht, die Fische haben ein paar Tricks auf Lager. Hey, ja. Es ist ein Kung-Fu-Kart. Fülle ihn mit all dem Glitzer. Ich kann sie sehr gut gebrauchen. Fast fertig. Ich brauche das unbedingt. Hey, es ist doch kostenlos, oder? Befestige ihn nun an der Flasche. Oh, Babysitter? Komm raus! Huh? Nein, nein! Igitt, igitt, igitt! Was für ein Gestalttreffer! Filmzeit! Oh, das glaube ich nicht, Missy. Gib mir das. Es ist meins. Du isst zu viel Eiweiß, Missy. Oh, das tut weh. Was ist das? Sieht aus, als wäre es Zeit zum Basteln. Nur ein paar Schnipsel und wir machen uns auf den Weg. Das brauchen wir. Nimm zwei davon. Wickle sie mit einem Gummiband um und sichere es mit Klebeband. Befestige sie hier. Drehe es dann um und schütte ein bisschen Glitzer auf. Endlich ist es soweit. Juhu! Wie? Warte nur. Für dich. Fantastisch. Auf ins Rennen. Wer zuerst die Ziellinie erreicht hat, gewann. Bist du bereit? Los, los, los! Los, gewinne! Ja, sieh dir das an! Hey, was ist das? Hallo, meine Kinder. Wer bekommt den ersten Knutscher? Oh. Meine süßen kleinen Engelchen. Hallo, Oma. Aua, zu hart. Komm, lass uns hier verschwinden. Das war klar. Hä? Wo seid ihr hin? Auf der Treppe? Wollt ihr nicht mit Oma spielen? Verdammte Kinder, ich werde euch finden. Ich komme. Ja,
Können wir jetzt spielen? Ich bin in der genau richtigen Stimmung. Hey, was machst du da? Wo ist sie? Oma? Ah, diese blöden Spinnweben. Diese neue Unterwäsche bringt mich um. Ich krieg euch alle, ihr werdet sehen. Denken wir mal nach. Wie können wir sie loswerden? Hey, ich denke an Seifenblasen, Baby. Wuhu! Warte einen Moment. Das ist genial. Komm schon, gib mir einen von denen. Oh ja, eine Flasche. Okay, gut, ich schaff das schon. Zuerst haben wir sie geschnitten. Dann nimm ein Bündel Strohhalme. Wir benutzen diese super dünne Klinge, um alle Strohhalme in einem Zug zu zerschneiden. So befriedigend. Dann bleibt uns nur noch das hier. Vergiss den Ventilator nicht. Bist du bereit? Ich wurde bereit geboren. Seifenblasenattacke! Hä? Mädchen, was? Nimm das, Oma! Lass uns endlich in Ruhe! Keine nassen, stinkenden Küsse mehr! Mädels, hört auf! Was ist hier los? Und wir haben Liftoff! Wo bringen mich diese Dinge hin? Das werdet ihr mir büßen! Esst wenigstens etwas! Fangen! Wir haben es geschafft! Was ist das? Ha? Schau mal! Wow! Hey, Snacks! Vector, ich bekomme den besten Platz! Das ist ein Sushi-Fest! Danke, Oma! Brauchst du das? Unhöflich. Es gibt keine mehr. Zu schade, zu traurig. Was muss ich tun? Hey, was ist mit Barbie? Schnapp dir die Brötchen, Barbie. Beine, Stäbchen, Potato, Potato. So lecker. Ich will jeden einzelnen Krümel. Oh, mein Fehler. Oh nein, Britney. Du hast ihr die Beine abgerissen. Tut mir leid, Mädchen. Ich war so hungrig wie ein Hai. Aber mach dir keine Sorgen, Britney. Haltet euch, Hilfe ist auf dem Weg. Und wir beginnen mit einer neuen Frisur. Du wärst ein toller Rotschopf. Und jetzt ein paar neue Klamotten. Keine Sorge, das kommt noch. Hier, bitte sehr. Ein einzigartiges Crop-Top. Niedlich. Keine Sorge, hier ist ein passender Rock. Aber wir müssen noch ihre Füße finden. Wie wäre es mit diesen Gummibärchen? Die roten sehen doch süß aus, oder? Ja, du siehst fantastisch aus. Das nenne ich mal ein gelungenes Makeover. Du bist einfach fabelhaft, Mädchen. Hey, ist das meine Barbie? Geschmackstest. So lecker. Gummibärchen? Woher wusstest du, dass das meine Liebsten sind? Ist das nicht zu viel? Das gibt es nicht. Oh, mein Zahn. Helf mir, das tut weh. Was haben wir denn hier? Ich Glückspilz. Ich glaube, ich habe ein paar Löcher. Es tut wirklich weh. Oh nein, Mama wird mich umbringen. Halt einfach still. Nein, das kann ich nicht. Dann gehen wir zum Zahnarzt. Hey, seht mal. Raus mit den Süßigkeiten. Ich werde diesen Mund ein für alle mal sauber machen. Das ist eine ganze Menge an Speichel. Diese Zähne sind absolut schmutzig. Plack in Hülle und Fülle. Keine Süßigkeiten mehr für diesen Mund. So viel. Sie machen das großartig, Doktor. Ich habe wirklich eine Menge Arbeit. Der hier ist verdorben. Du gehörst nicht hierher. Er kämpft um sein Leben. Komm schon. Ich hab's. Das kannst du laut sagen. Ekelhaft. Das war ganz schön anstrengend. Hast du deine Meinung geändert? Ich will keine Spinne im Mund haben. Viel besser. Aber mein Magen gluckert. Wie sagen die auf Englisch? Ein Apfel am Tag hält den Zahnarzt fern. Lass mich in Ruhe. Auf den Naturkostfriedhof. Bist du sicher? Sieh mal, wie lustig es in Obstville ist. Sieh dir diesen coolen Obstexpress an. Hey, sieht mich an. Ich bin der Krabbenkoch. Willkommen in der Welt der fantastisch nahrhaften Leckereien. Wow, er ist so süß. Sieh dir das alles an. Ich nehme einen von diesen, bitte. Na, jetzt geht's richtig los. Hey, das ist der Obstexpress. Tschu-tschu. Kommt immer pünktlich an. Mit welchen dieser saftigen Leckerbissen sollte ich beginnen? Warum nicht gleich mit einem Klassiker beginnen? Ein Apfel. Es ist soweit. Ein Herz, weil wir sie so sehr lieben. Sieht köstlich aus. Und jetzt eine Kiwi.
Auch sie lieben wir. Siehst du, gesunde Ernährung kann Spaß machen. Geschafft! Sieh mal, wie lecker! Jetzt haben wir kleine Mini-Obstformen. Und davon gibt es reichlich. Ein weiterer Stapel. Tschu-tschu! Sind sie nicht einfach hinreißend? Ich wette, sie schmecken auch super süß. Ich habe ein Auge drauf geworfen. Oh, hab dich! Das ist alles meins! Oder noch besser, warum probierst du es nicht aus? Hier kommt der Tschu-Tschu-Zug! Öffne den Tunnel! Und jetzt beiß zu! Das ist lecker! Hey, seht mal! Ich liebe dich! Ich habe noch einen besseren. Ich beobachte dich. Auf eine gesunde Ernährung. Gut gemacht.